Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Pac-Man X im Zeichen der Wonderlog Challenge. Beim letzten Mal haben wir zwei Pokémon verloren auf gegen zweimal dasselbe. Wie heißt das noch hier? Ah! Wie heißt das dieses Miltag nicht, sondern Milfa. Ja, heute ist der 18.04., das heißt, die letzten Aufnahmen liegen schon fast ein Jahr zurück, glaube ich. Da haben wir immer, dass ich keine Zeit hatte, die ganze Zeit über das Spiel zu spielen, habe mich lieber auf Livestreams und so konzentriert. Was für euch aber interessant ist, ich habe ein bisschen trainiert, Lavitale 15, Grimmer 19, alle anderen Level 20 aus der Zigzagoon. Und ja, wir haben Flueite und Krakilo erhalten. Was habt ihr denn da für Items? I don't know. Giftstich und Münzamulett. Wow. Münzamulett kann man ja immer gut gebrauchen. Ah! Erstmal wieder in die Störung reinkommen. Alter Schwede, Leute, bin ich vorhin ausgerastet. Zunächst einmal hat mein PC sich dazu von alleine entschieden. Komm, ich installiere jetzt mal Windows 10. Dachte mir, okay, ist jetzt so wie es ist. Lässt sie mal drauf. Ne, da will ich noch gar nicht hin. Ich wollte wieder zurück. Wir müssen ja den Berg der Unendlichkeit noch weitermachen. Und? Was willst du? Achso, ich soll erst die Rihorn-Dinger da besuchen. Ich will aber gar nicht. Ich will erstmal wieder den Berg hoch. Gott! Wie lange habe ich nicht mehr gespielt? Muss ich da doch hoch? Ja, tatsächlich. Wir werden uns jetzt darauf konzentrieren, die Trainer hier oben Platz machen. Ich werde die im Blattstein. Ich werde die Parts jetzt kurz halten, denn ich muss auch nachher wieder zur Arbeit weiter und habe mir gesagt, komm, jetzt nutz einfach mal die Chance und nimm mal wieder auf. Weil es so lange her ist, habe ich den EP-Teiler noch an. Ich weiß es gerade gar nicht. Hatte ich den EP-Teiler überhaupt an? Achso, der war aus. Okay. Wir wollen jetzt hier weiter rocken, die Trainer wegzocken, aber ohne Pokémon. Das haben wir schon hinter uns. Und das haben wir am Ende des letzten Parts noch getauscht. Ich habe mir den letzten Part vorher nochmal eben angeguckt, damit ich auch schön ins Spiel wieder reinkomme. Ach ja, genau, Windows 10. PC hatte sich dazu entschieden, Windows 10 zu installieren. Da dachte ich mir, okay, läuft bei dir. Egal, machst du jetzt einfach mal. Hab das dann auch so gelassen. Und dann wollte ich jetzt mal wieder aufnehmen, seit zwei Wochen. Also ich hatte vor einer Weile mit dem DTM nochmal Digimon aufgenommen. Da hatte ich aber noch kein Windows 10 drauf und da hat alles noch funktioniert. An Programmen und so. Und ja, da habe ich ein DS reingesteckt. USB kann nicht erkannt werden. Ich so, was? Wie USB kann nicht erkannt werden? Ja, das ist natürlich geil. Kampf-Pokémon gegen Unlicht. Ich bin doch schon Unlicht, ne? Kann sein. Nichts wie raus da. Naja, USB wird nicht erkannt. Und funktioniert nicht. Ich bin ausgerastet. Ohne Scheiß, Alter. Das war das Grauen. Das Grauen in Person. Ich also nachgeguckt, ja, kann man das denn wieder zurücksetzen? Kann man innerhalb eines Monats, kann man nämlich die kann Windows 10 wieder auf die vorherige Version zurücksetzen. Und ja, dann mit der alten weiterspielen. Und da hat es dann auch erst nicht funktioniert. Damit ist jetzt meine Capture Card Schrott, also ich meine das Kabel von mir. Das hat schon länger einen Wackelkontakt, was mich auch sehr nervt. Aber was soll's? Level 20! So, Lavita hat auch ein paar Goldini. Lavita, du bist nur Level Unlicht, genau. Ah, nur Unlicht-Typ, ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat es immer noch nicht funktioniert und dann habe ich im Kabel rumgerockelt und bin voll ausgerastet und auf einmal war das Bild da. Ich dachte mir, ach. Nett! Das ist ja nett von dir, dass du mir das jetzt zeigst. So ein Bericht. Gesteinboden, genau! Du hast doch nicht mal den Unlicht-Typ. Ah! Ja, Fluette kann das mal machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt funktioniert's wieder. Komischerweise. Ich habe Windows 8.1 wieder drauf. Läuft. Ist egal. Hauptsache haben, ne? Hatte ich eigentlich die Animation angehabt? Ich bin verwirrt und schlag mich direkt selbst. Ah, warum? Bam. Und er ist überlebt. Das war ein Volltreffer. Ah ja, aber Wunschtraum. Höh! Warum rufst du das zurück, du Kackbratze?
Oh, setz ein Pflanzen-Pokémon ein. Natürlich. Och, deine Mutter, ne? Ganz ehrlich, die spitzt beim Kacken. Mach die Animation gleich mal. Oh, shit. Ich weiß nicht, hat sich die Animation vorher auch schon an? Gib mir einen Tackel. Haut drauf! Schlecht wäre es gewesen, wenn jetzt Ruckzuck-Kick gekommen wäre. Aber wir haben Glück. Wow, Level 21. Ja, ich glaube, jetzt gehorcht es mir nicht mehr. Das ist natürlich sehr schön. Scheiße! Die nächste Arena ist noch ein Stück hin. Ja, Animation. Hatte ich Animation an vorher? Ich muss das nochmal nachprüfen. In dieser Aufnahmesession werde ich jetzt die Animation nicht anmachen. Ich werde es aber natürlich nochmal nachprüfen. Und wenn ich die Animation vorher immer anhatte, alter Schwede, warum steigt ihr alle beim Level auf? Tatating, tatating. Dann werde ich das natürlich wieder ändern. Und die Animation weiterlaufen lassen. Es läuft und läuft und läuft. Ich habe gar keine Tränke. What the fuck? Wieso war scheiß auf die Route? Nein, wir müssen die Route machen. Ich brauche die Trainer. I want the Erfahrungspunkte. Kannst du aufhören, hier rumzurollschuhen? Ja, bitte. Ein 9. Danke. Hüpf, 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 hüpf. Ach, scheiße. Ich wollte weiterhüpfen sagen, aber naja. Ja. Ja, Blazeblack 2. Ich weiß nicht, ob das dann schon abgeschlossen ist, wenn ihr diesen Part hier seht. Da habe ich ja in der Pokémon-Liga tierisch verkackt gehabt. Aber sei es drum. Kann passieren, ne? Ich bin im Moment auch nicht in der Motivation, da jetzt nachzutrainieren, weil Nachtraining dauert immer mega lange. Okay. Oh Gott, wie wenig Kohle ich habe. Na gut, die sollten erstmal reichen. Ah, werde ich 15 Minuten Parts machen oder 20 Minuten? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall schon wieder im Zeitdruck, wie man mich erkennt. So kennt und liebt man mich. Ja, bitte einen neuen Schutz. Da habe ich keinen Schutz mehr. Lauf, lauf, lauf. Gesteinboden. Ich dachte, das hätte schon den Typ Unlicht. Oder ist das erst Despota? Da kann man nicht durch. Da ist ein kleiner Spalter. Könnte man sich durchschlängeln. Aber nein, natürlich. Ja, natürlich, Mann. Wie viele Schritte sind denn da? Das habe ich Stärke? Nein. Du willst Arena-Leiterin werden? Schön für dich. Haben wir dann schon als Trainer Platz? Hier war doch noch einer, oder nicht? Nein, jetzt nicht. Da ist kein Item drin, willst du mich verarschen? Der Stein sieht so besonders aus, oder habe ich das schon abgeholt? Nee, hatte ich nicht. Ich bin mir da todsicher. So, schnell wieder hoch. Wir haben ja keine Zeit, Leute. Ist das nicht wunderschön, Leute? Endlich mal wieder zocken. Die ersten Parts sind jetzt hochgeladen von diesem Projekt endlich. Ich habe mir gedacht, ach, ich habe nur Digimon im Moment auf dem Kanal am Laufen. Für die Leute, die mich nur für Pokémon gucken, ist das natürlich richtig scheiße. Deswegen habe ich dann gedacht, komm, dann lädst du das jetzt hoch. Da komme ich gar nicht runter, ne? Doch. Nein, nein. Geh weg. Will ich bitte spielen? Wir wollen doch nur spielen. Aha. Na gut, dann haben wir die Route schon abgeschlossen. Nee, das ist noch ein Trainer. Hat bestimmt Kampf-Pokémon. Da kann ich natürlich mit Lavita drin bleiben. Das überlebt das natürlich locker. Mach Hallo, natürlich. Wir gehen aber erstmal wieder zu Fluette. Denn Fluette ist ja immun gegen Kampfattacken. Oder nicht immun, aber die sind nicht sehr effektiv. Was uns natürlich sehr helfen könnte. Bam. Das hat trotzdem weh getan. Es war wenig, aber es tat weh. Im Herzen. Okay, Feenbrise wurde eingesetzt. Heißt, meine Pokémon gehorchen mir? Anscheinend gehorchen mir meine Pokémon noch. Das finde ich ja mal nett. Lavita erreicht Level 16. Bei Level 30 entwickelt sich Lavita erst zu Pupita und Level 55 dann zu Despota.
Habe ich mir das gut überlegt, Leute? Ich weiß es selber nicht. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich Münzamulett ausgerüstet habe, weil ich zu wenig Kohle habe. Ah, diese Route. Eigentlich ist das Spiel ja nicht schwer, ne? Aber so, wenn man dann zweimal denselben Fehler macht gegen Milza zum Beispiel. Petrophia. Hier könnten wir eigentlich noch ein Pokémon fangen, ne? Obwohl, wir gehen mal überall rein. Und gucken mal, ob wir noch ein paar Items kriegen können. Schenk mir was! Hast du nicht gerade was vom Geschenk erzählt? Arschloch. Bleib doch dein Kram für dich. Ach, hier ist bestimmt auch wieder einer dieser O-Kräfte, glaube ich, ne? Wetten, ich habe die Häuser schon alle abgesucht gehabt. Bin mir sogar ziemlich sicher. Band der Wachsamkeit. Wenn man voller Energie ist, läuft alles besser. Wenn du das Band der Wachsamkeit ansiehst, denk an meine Worte und du wirst dich gleich besser fühlen. Aha. Aha. Ja, die Urkräfte scheiß drauf. Brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Vielleicht schaffen wir es ja noch mit Rihorn da hinten auf die Route. Da gibt es auch noch einen Flugtrainer, aber ich habe gar keine Flug-Pokémon. Das heißt, wir können... Naturkraft! Geil. Was hat Lavita überhaupt für Attacken? Ich könnte ja sowieso mal eben gucken, was wir an Attacken haben, was wir beibringen können. Rückkehr können natürlich alle. Zickzack. Man muss mit der Kraft der Natur, dessen Typ vom Ort abhängt, wo er durchgeführt wird. Nö, nö, nö. Egal, das hat sich weniger gelohnt hier. Das ist ein Haus. Lass mich rein. Wir wollen ja nichts vergessen, ne? Aber heute würde ich echt gern eins mit einer Initiative von mehr als 183 sehen. Was? Was? Ich hoffe mal jetzt nicht, dass das die ist, die mir Evoliten gibt. Das wäre nämlich ganz schön bitter. Mit 183, sowas habe ich nicht. Da kam ich nicht durch, ne? Was willst du denn von mir? Zur Leuchthöhle gelangt man nur auf Rihorns Rücken. Doch das hat gerade ein kleines Kreuzchen angelegt. Aha. Kann man jetzt also nur zu bestimmten Zeiten damit Rihorn reiten, oder wie? Deine Mutter reitet auch nur zu bestimmten Zeiten. Haha! Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Das passiert nur überhaupt. Mal Rihorn wach, was soll denn das? Hier gibt es bestimmt Leuchtstein geschenkt. Ein Augenblick! Halt, stopp! Jetzt rede ich! Ja? Herzlich willkommen zu künftiger Archäologe. Ich will vorhin nur unwiderstehen, ich auf den her. Ja, natürlich Serena. Mega-Entwicklung, bla bla bla. Hä? Einfach mal ja sagen. Läuft schon. Was sagst du, Dandelman? Wollen wir zur Leuchthöhle aufbrechen? Ja, ich würde gerne zur Leuchthöhle aufbrechen. Let's go! Jetzt können wir bestimmen. Jetzt ist Rihorn auf einmal wach, weil wir diesen Dialog geführt haben. Die Pause ist vorbei. Das ist natürlich sehr schön. Und da wir nichts erreicht haben, machen wir natürlich noch einen Augenblick weiter. Schenk mir was! Ein Beulenhelm! Geil! Beulenhelm. Kann ich ein Pokémon geben? Ein Pokémon. Geben, wer ist denn gut in Nativ? Hier, Krakelo, du kriegst mit mir einen Beulenhelm, du bist geil. So, mein Handy vibriert und eskaliert jetzt schon wieder. Moment, einmal im Schauen. Ach so. Nicht so wichtig. Route 9, hier können wir ein Pokémon fangen. Nom, 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 nom. Man kann über diese Brocken ja nicht laufen, ne? Also man braucht ja unbedingt ein Rihorn dafür. Ich meine, das Feature finde ich schon sehr geil. Hallo, kannst du mal gerade... Ja. Hat du gut gemacht, Rihorn.
Ach, hier können wir tatsächlich Pokémon fangen. Hippopotas, du gehörst mir. Aber nicht gegen Lavita. Obwohl, warte mal, wir haben Flottbälle. Los, Flottball, fang dieses Pokémon. Das heißt, wir müssen das Pokémon neunmal tauschen. Eins, zwei, drei. Gacha! Hippopotas wurde gefangen. Coolie. Und Lavita steckt langsam auf. Ein weiterer Eintrag im Pokédex. Bisschen Spitzern geben? Nein. Neunmal tauschen, das machen wir jetzt aber nicht. So, einmal absteigen. Wie ging das noch? Genau, mit der B-Taste. X-Abwehr, X-Items. Werden uns in der Arena sicherlich helfen. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein X-Items-Spieler. So, doch irgendwo hier gab es, glaube ich, auch noch eine TM. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Ich will hier jetzt nicht irgendeinen Quatsch erzählen. So, einmal absteigen. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Ein Paraheiler. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Können wir aber gut gebrauchen. Ein Feuerstein. Ah! Oh, Moment, mein Ohr juckt. Ah, fuck. Ah! Ah! So, jetzt besser. It's better. Jetzt blöde Tobi blöde. So, einmal schnell wieder aufspringen. Du drehst dich bitte wieder um. Nein. Das ist ja blöd mit den Richtungstasten hier. Bam! So, ab durch die Mitte. Und noch ein Pokémon. Aber wir haben schon eins. Deswegen interessiert uns das nicht sehr. Das ist... doch nicht wahr, Mann. Hippopotas. Es fing an zu regnen. In der Sandsturm fegt man den Regen weg. Alles klar. Läuft bei dir. Wir haben eklige Attacken. Ich wollte sagen, ich bin schneller als du. Dip, dip, dip. Und zum Schluss werden wir dann nochmal tauschen. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Dann darf ich wieder cutten. Soll ich mir natürlich eine Notiz ranhängen. Dass ich auch weiß, dass ich da getauscht habe und das auch rausschneiden kann für euch. Damit ihr euch nicht allzu sehr langweilt. Habe ich ein Flug-Pokémon dabei? Ja oder nein? Man könnte ja auch einfach mal eben schnell nachsehen. Ja, Fluette, die schwebt ja. So. Eigentlich müsste das ja als Flug-Pokémon zählen. Hahaha. Kann aber kein Fliegen einsetzen. Ein Finsterball. Oh, das wird uns in der Höhle bestimmt gute Dienste erweisen. Nein, das machen wir jetzt nicht, weil ich habe kein Flug-Pokémon. Die sagt dann sowieso nö. Ein Flugkampf. Gab es das in der Kalos-Region? Musste Ash das eigentlich auch machen? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich weiß, dass sein Schmalbini, glaube ich, in einer Folge herumgeflogen ist und dagegen... Oder Starre Lili? Hallo. Ich werde dein Pokémon-Team mal ordentlich aufpäppeln. Dankeschön. Oh mein Gott, zum Glück funktioniert das wieder mit dem Capture-Card-Ding. Hallo, rede mit denen. Nein. Hallo. Bekomme ich eigentlich auch noch von jemandem hier Zertrümmerer? Das wäre zumindest nice. Oh, die Leuchthöhle. Ein endloses Labyrinth. Wir laufen mal geradeaus. Wir hätten, glaube ich, die Abzweigung nehmen müssen. Ein Pokémon taucht auf. Und es ist ein... Oh, ein Sonnenfell. Wie cool. Ja, ich meine, davon haben wir nichts, aber trotzdem. Bälle. Flottball, flieg und schnapp uns dieses Pokémon. Kaching. A one. A two. A three. Gacha. Ich werde Flottbälle kaufen. Oh yeah. Und Level Up. Lavita steigt auf. Und das ohne große Anstrengung, Leute. Das ist zu geil. Da. Ein Sandfeld.
Ich weiß, dass man hier auch Kangama fangen kann, oder gibt es Kangama nur in Y? Ah, direkt noch ein Pokémon, fuck. Wir sollen uns auch gleich mal drauf konzentrieren, die Tauschgeschäfte zu machen. Oh, mach Hollow. Ich hoffe, ich kann so fleuchen, entfleuchen. Ich bin da viel höher, das müsste gehen eigentlich. Jawohl. Ich will jetzt nicht instant den richtigen... Ah, super. Granitstein. Das ist natürlich für Lavita cool. Aber Leute, wir werden beim nächsten Mal hier in der Höhle weitermachen. Und jetzt wollen wir uns erstmal um die Tauschgeschäfte kümmern. Sonnenfell muss nur einmal getauscht werden. Das ist gut. Dann tauschen wir Sonnenfell jetzt zuerst. Und dann müssen wir noch 9-mal... Wunder... 9. Die Internetverbindung wird hergestellt. Bitte warten. Es wird nach einem Tauschpartner gesucht. Dankeschön. Und jetzt geht wieder die tolle Musik los. Das heißt, wir müssen jetzt insgesamt 10-mal tauschen, Leute. Machen wir erstmal Sonnenfell. Und da das nur ein Tausch ist, werde ich das nicht rauscutten, wie ihr wisst. Das machen wir dann alle zusammen. Ah. Ich hatte doch gesagt, in Höhlen einmal, oder? Oder war das mehrmals? Ich weiß, dass ich in Omega Rubin 5-mal als Tausch eingegeben habe. Ja, das ist das Blöde, wenn man ein Projekt irgendwann mal anfängt und dann nicht weiter aufnimmt, aus zeittechnischen Gründen. Wenn man dann vergisst, wie die Regeln eigentlich waren. Ah, wir haben einen Partner gefunden und ich guck mal zur Decke. Es geht schon wieder los. Dum, 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 dum. Level Cap ist weiterhin Level 25 für die Arena, für die Tauschangebote. Und ich glaube, Level Cap habe ich hier auch so gelassen, dass ich das Level insgesamt nicht überschreiten darf, ne? Gragas, ein Relaxo! What the fuck? So, jetzt müssen wir weiter tauschen und dabei können wir uns auch gleich mal das Relaxo angucken. Ich hoffe natürlich, es hat ein angenehmes Level, weil damit zickzack unser Team verlassen und wir nehmen Relaxo mit auf. So, Relaxo. Hat Level 15, cool. Es ist Solo, das ist Angriff plus minus Initiative, ne? Das ist richtig cool. Nein, dich müssen wir nicht tauschen, aber Hippopotas. So Leute, ich schneide es raus. Bis gleich. Wir haben einen Partner und zwar aus Spanien, Katalonien. Ikea. Ika meine ich natürlich. Ikea. Mal gucken, was jetzt erstmal kommt. Tausch Nummer 1. Ein Wampel. Ach ja, ihr werdet mich bestimmt noch richtig leiden sehen hier in dieser Challenge. Wenn dann richtig geile Pokémon auftauchen in dem Moment, wenn ich sie nicht benutzen darf. Aber so ein Wampel wäre doch jetzt echt sexy, ne? Wer weiß, vielleicht kann ich ja für die nächste Aufnahme-Session dann schon mal weiter trainieren. Obwohl, Relaxo muss ich trainieren, wäre das so stark genug. Aber Leute, bis dahin. Erstmal der neue Tausch. Bis gleich. Wir haben einen Partner. Bonjour aus Frankreich. Haute Normandie. Aus der Haute Normandie, genau. Aua, erstmal die Füße hochlegen hier. Ein Trassler. Das ist auch so ein Pokémon, das sieht man immer und immer wieder, ne? Vorrücken noch. Das heißt, das Mikrofon nicht bei mir. So. Ja, ich habe einen Trassler erhalten. Das ist very sexy. Aua, Mann! Warum stoße ich da die ganze Zeit gegen? Egal. Leute, wir hören uns dann gleich wieder im Tausch Nummer 3. Wir haben einen Partner gefunden. Und zwar Hotin Kong aus Japan, Hokkaido. Hokkaido. Kaido. Da sind wir dann bei One Piece angekommen. Kaido. Dann haben wir Tausch Nummer 3 hinter uns. Oh, ein Schlüsselbund. Will ich gar nicht haben. Deswegen juckt mich das gerade auch gar nicht. La 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 la. Oh, ich die Luft hier drin, ich bin schon wieder so stickig. Ich bin schon wieder ganz müde. Nein! Was tust du? Wundertausch, yes. Jetzt. Yes. Bis gleich. Tausch Nummer 4. Gefunden aus Japan. Aichi. Hanchin Kong Chinchong. Ha.
Konnichiwa! Nein, ich mache mich nicht lustig. Will ich nie im Leben machen. Gut, dass ich eine Species Cloth habe, wenn das jetzt der Fall gewesen wäre. Dann haben wir jetzt gleich Tausch Nummer 5. Und da will ich euch nicht lange auf die Warteschleife setzen. Heißt das so? Wir hören uns dann gleich wieder, wenn der nächste Tausch erfolgt. Bis gleich. So, wieder aus Japan. Miyagi. Mr. Miyagi. Daniel Shan. Ich werde Relaxo doch nicht ins Team nehmen, habe ich mir gerade überlegt, weil ich habe gerade ja gesehen nochmal, ich habe ja Kakedo im Team und zwei Normal-Pokémon ist Schwachsinn. Oh, für ein Anton wäre auch sexy, ne? Naja, Leute, wir hören uns dann gleich beim Tausch Nummer 6. Oh yeah, bis gleich und viel Spaß. Das ist so scheiße, für euch ist das immer so kurz und ich muss mir die Beine in den Bauch stellen. Alter, das Anton ist Level 100, Leute, guck mal. Krass. Gwangyui, Südkorea. Tja, die Japaner und die Koreaner scheinen noch sehr aktiv mit Pokémon X und Y zu sein. Habe ich bestimmt schon mal gefragt und wurde auch bestimmt schon mal beantwortet. Oh, ein Zubat. Oh, Manno. Oh, meine. Tauscht man eigentlich nur von X und Y zu X und Y über Wundertausch oder ist das auch mit Omega Rubin und Alpha Saphir verbunden? Krass. Ha. Leute, bis gleich zum Tausch Nummer 7. Tauschpartner wieder aus Japan, alles klar. Tausch Nummer 7. Noch zwei Tausch und wir haben es geschafft. Dann ist der Part auch lang genug und vorbei. Ja, mit diesen ewigen Hin- und Hertauschen dauert natürlich lange. Das tut mir auch echt leid, Leute. Auf jeden Fall schon wieder. Alter, die müssen Ogas spielen, die Leute. Und die spielen bestimmt auch alle Wonderlock. Oder tauschen gerade den ganzen Scheißdeck, den sie nicht haben wollen. Versuchen, Pokédex zu vervollständigen. Ist das shiny? Das sieht irgendwie anders aus, ne? Auch wenn es ein shiny ist, muss ich es weiter austauschen. Naja, bis gleich, Leute, zum Tausch Numero. Achtung, bis gleich. Aus Japan, Miyagi. Schon wieder? Anselmo? Phil? Ist das der DTM in F1? Ist er nach Japan gezogen? Man weiß es nicht. Aha. Leute, wir kommen damit zum letzten Tausch. Hübsches Pokémon, wird das nicht zu diesem Sarkophag-Pokémon? I don't know. Eins der wenigen Pokémon oder eins der vielen Pokémon, die ich noch nie benutzt habe und von denen ich auch keine Ahnung habe. Letzter Tausch, den machen wir wieder gemeinsam. Gemeinsam einsam mit Dengoku Senpai. Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Real Talk. Von Real Talk. Erstauner und Schutsche. Mensch, du hast ja tolle Attacken, Makabaya. Makabaya, Mumie, ja tatsächlich. Nee, das ist eine Fähigkeit, Mumie. Das müsste auch die... Oh, dieses Sarkophag. Pokémon sein. Oh, wahrscheinlich habe ich euch alle jetzt schon mit Gena eingeschläfert. Denn Goku benutzt Gena. Gena war erfolgreich. Alle Zuschauer schlafen. Das heißt, ich darf jetzt erstmal wieder weggucken. Und wie immer hoffe ich natürlich auf ein Schildkröten-Pokémon. So, ich schaue mir jetzt mal wieder die Decke an, wie schön die doch ist mit den ganzen Styropor. Und dabei fällt mir gerade auf, ich müsste eigentlich mal langsam die Eierverpackung an die Wand kleben, damit hier mal der Schall ein bisschen weggeht. Weil ich habe so viele Eierverpackungen jetzt, da könnte ich hier den Schall schon super mit wegnehmen. Was ja super nice wäre eigentlich, ne? So, und... Mäh! Wie cool! Wir haben Pikachu! Da muss man nicht mal den Ton hören, da hört man einfach Pikachu und denkt sich, oh yeah, fuck yeah. Wir haben Pikachu, cool. Das dürfen wir sogar behalten dann, wenn es auch unser Level hat. Das können wir nochmal eben kurz gucken. Und dann werden wir diesen Part an dieser Stelle, Leute. Und beim nächsten Mal werden wir dann die Höhle weiter durchforsten. Wir dürfen es nicht behalten und müssen es direkt weiter vertauschen. Nein! Warum ist es Level 44? Wollt ihr mich verarschen? Oh Mann, das wäre so cool gewesen. Ja, das war schon mal die Verabschiedung an dieser Stelle. Ah, ich heule gleich. Oh Mann, das wäre so süß gewesen. Donnerstein habe ich, glaube ich, auch schon. Weil ich habe einen Feuerstein und einen Blattstein vorhin gekriegt, ne? Ne, Dönerstein habe ich noch gar nicht. Den würde ich dann mein Kraftwerk wahrscheinlich kriegen.
Und wir kämpfen, wir tauschen aus Spanien Andalusien mit Ass. Das Ass. Ich gucke mir wieder die Decke an und denke mir wieder, scheiße, ich habe es immer noch vergessen, diese blöden Kartons an die Wand zu kleben. Heißklebepistole habe ich ja schon parat. Damit könnte ich das ganz, ganz locker flockig mal eben schön festmachen. Muss halt gucken, dass ich die Wand nicht zu sehr zukleister, damit hier nicht Schimmel entsteht oder sowas. Oh, ein Evoli für mich. Oh, wie cool. Oh, bitte hab ein vernünftiges Level. Bitte hab ein vernünftiges Level. Oh mein Gott. Da muss ich dann überlegen, was ich daraus mache. Pflanzen-Pokémon habe ich zum Beispiel noch nicht. Level 1. Cool. Ich weiß jetzt nicht, ist in dem Wald auch ein Stein zum Entwickeln? Also erstmal lassen wir es dann auf der Box. Haben wir gute Plan B-Pokémon. Und ich würde mir dann da hier ein... Wie heißt das noch? Mir fällt der Name nicht an. Mein Lieblings-Evoli-Entwicklungsdings. Aber Leute, das ist Zukunftsmusik. Beim nächsten Mal werden wir die Höhle erkunden und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Genauso sehr wie ich. Und ja, haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.